Platon hat gesagt, du kannst mehr über einen Menschen lernen, wenn du eine Stunde mit ihm spielst, als wenn du ein Jahr mit ihm redest. Es gibt das Gerücht, dass nur Kinder spielen und Erwachsene arbeiten. Muss das wirklich so sein? Oder ist das bloß der Standardzustand, den wir in unserer Kultur angenommen haben? Ich glaube, Spielen ist eine optimale Art zu lernen, als Gesellschaft zusammenzukommen und um liebevoll Beziehungen zu pflegen. Stell dir eine innige Beziehung vor, in der überhaupt nicht gespielt wird. Ich glaube, diese beiden Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn Spaß und Spiel mit zunehmendem Alter verschwinden, würde das bedeuten, dass das Leben mit der Zeit immer mehr an Spielerischen verliert? Das würde bedeuten, dass es ab dem Tag deiner Geburt nur noch abwärts geht. Klingt das vorteilhaft oder optimal für die Evolution? Wie wichtig ist Spielen wirklich? Spielen könnte das perfekte Mittel gegen Stress sein. Und Stress wird heutzutage in den USA mit den 6 häufigsten Todesursachen in Verbindung gebracht. Ist Stress nicht bloß eine Entscheidung?